Der DKW Schnelllaster war das erste Auto, das ab 1949 bei Auto Union in Ingolstadt gefertigt wurde. Er sollte die Wirtschaft wieder ankurbeln und beim Aufbau eines zerstörten Landes helfen. Als Grundgerüst dafür dient ein robuster Leiterrahmen, auf den jeder erdenkliche Aufbau gesetzt werden konnte. So gab es ihn in den verschiedensten Ausführungen als Transporter oder als Pritschenwagen. Wohnmobilaufbauten, wie in unserem Fall, waren allerdings schon damals eher selten. Gebaut wurde es 1955 und bietet Platz für 2 Personen. Das Sofa und die Sitzecke mit Tisch können beide zu einem Bett umgebaut werden. Unser Schnelllaster Typ 30 ist mit einem Zweizylinder-Zweitaktmotor ausgestattet. Er hat eine Leistung von 30 PS und 792 Kubikzentimeter Hubraum, verfügt über den bei DKW typischen Frontantrieb und hat 4 Gänge plus Rückwärtsgang. Heute ist der Schnelllaster von den Straßen verschwunden und in Vergessenheit geraten. Wir haben einen von ihnen vom Staub der Jahrzehnte befreit und wieder straßentauglich gemacht. Stellt sich nur die Frage, wie fährt so ein Auto von 1955 und kann es mit seinen 30 PS im Straßenverkehr überhaupt noch mithalten? Ich habe das Gefühl, dass ich Gewalt anwenden muss. Bevor es losgehen konnte, mussten wir allerdings erstmal die Schaltung verstehen. Du hast den Leerlauf, ein zweites. Was Eingewöhnung hat es das Fahren mit dem Schnelllaster wirklich Spaß gemacht. Er lenkt, beschleunigt und federt fast wie ein normales Auto. Natürlich geht alles etwas schwerer, der Zweitakter ist auch deutlich lauter und produziert eine große blaue Abgaswolke. Besonders an Ampeln, wenn ganze Straßenzüge im blauen Dunst verschwinden, ist das eher peinlich als cool. Wie muss das damals gewesen sein, als alle Autos so gestunken haben? Zum Glück haben die meisten über die Wolke hinweggesehen und sich über das seltene Auto gefreut. Viele waren neugierig, haben angehalten und uns auf den DKW angesprochen. In der Stadt konnten wir gut mit dem Verkehr mithalten. Geht es allerdings leicht bergauf oder möchte man schneller als 50 km/h fahren, stößt der Laster schnell an seine Grenzen. 30 PS sind für so ein großes Auto eben nur sehr knapp bemessen. Zeitgemäß ist der Schnelllaster aber schon lange nicht mehr. Sicherheitsfeatures wie Anschnallgurte sucht man vergeblich und es gibt viele Ecken und Kanten, an denen man sich leicht verletzen kann. Auch die Selbstmördertüren sind nur wenig vertrauenserweckend. Seine Ecken und Kanten machen den Schnelllaster aber auch so interessant. Zwar ist er wegen dem durstigen Zweitakter und dem Mangel an Ersatzteilen nicht mehr für große Reisen geeignet, für staubige Garagen oder Museen ist er aber zu schade. Denn der kleine Laster mit dem freundlichen Gesicht bringt Automobilgeschichte live auf die Straße und weckt bei vielen Erinnerungen an damals.